Guten Abend. Es hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber wie versprochen mache ich jetzt noch ein bisschen weiter. Und ja, wir waren jetzt im zweiten Kapitel. Und haben der neuen Liga die Steroiden zurückgebracht, damit wir hier weitermachen können. So. Ich muss jetzt etwas machen, auch keine Infos. So, schön. Oh, ich werde nicht sofort zur aktiven Verbindung, weil das auch geht ja gar nicht. Erstmal nach Bizet. Der Mann von der Liga. Ein Mann von der Liga hält die Bizet Hours mit hartem Training auf Trab. Vielleicht sollten wir mal vorbeischauen. Genau. Schauen wir uns das mal an. So you gave the sphere to the Youth League, yeah? Yeah, we knew you were on our side. What do you mean? The Bizet Aurochs have all joined the Youth League. Well, officially at least. And Waka hasn't joined up yet. Can't blame him, yeah? His kid's popping out any minute, you know. Now's not the time for him to be fussing around with politics. Fussing, you say? Who's he? I am Becklem. I've been dispatched to Bizet by Youth League headquarters. I'm here to pound some fight into these pathetic slackers. He's 100 times stricter than Waka. You must be awfully confident in your strength if you're skipping training just to flap your lips like that. So, I guess you won't mind showing me what you're all really made of, then. Oh, no way. He's kidding. What do we do now? Is no one among you man enough to break my record? You're pathetic. Okay, he's creeping me out. Seriously. See you later, Yuna. Stop that at once! The age of temples and prayers is over. It's about time you let go of those musty old traditions. There's no need to bow down to summoners either. Yes, summoners are a thing of the past. Hold it right there! Whose calm do you think this is, Buster? There are no more Aeons to summon. Summoners are worthless now. You will take those words back. I will. If you succeed in proving your worth to me. Well, what do you say? Yeah. Mission gestartet. Schieß dir den Weg durch Monsterhorden frei und erreiche innerhalb des Zeitlimits den Strand. Sammel dabei Punkte und brich Becklems Rekord. Das ist ein Minigame, das ich nie so mochte. Tutorium ist schon start, weil ich muss noch mal kurz reinkommen. The way you twaddled on before, you had best break my record. Now, begin! Sehen wir uns an, was Junats Revolver nach als erwartet. Ein Gegner ist aufgelocht, ziehen Sie zunächst auf ihn. Drücken Sie B. Sie zielen nur auf den Gegner, der am nächsten ist. Dabei sehen Sie, wie viel HP er besitzt. Mit A schießen sie auf den anvisierten Gegner. Wenn ein Gegner anvisiert ist, treffen sie ihn auch hundertprozentig. Doch wenn sie eine Munition nachladen, entsteht eine Zeitverzögerung. Schießen sie auf den Gegner, bis ein HP auf 0 sinkt. Sie haben einen Gegner besiegt. Achten sie auf die verbleibende Munition. Sie haben jetzt noch 5 Patronen. Wo steht denn das? Ach, da oben. Holen Sie sich die Schatztruhe. Sie haben 10 Patronen erhalten. Im Übrigen können Schatztruhen unterschiedliche Items erhalten. Ein anderes Monster ist aufgetaucht. Es ist noch zu weit entfernt, um es anvisieren zu können. Gehen wir mal näher ran. Besiegen Sie es jetzt.
fabelhaft. Es sind drei Gegner gleichzeitig aufgetaucht. Wählen Sie mit B den nächstbesten Gegner aus. Ein anderer Gegner nähert sich schon. Schießen Sie mit A. Wenn Sie nur den ersten Gegner anvisiert lassen, werden Sie von einem anderen, der sich Ihnen genähert hat, angegriffen. In so einem Fall drücken Sie B, um den Gegner anzuvisieren, der Ihnen am nächsten ist. Schießen Sie jetzt. Wenn Sie ein anderes Ziel anvisieren möchten, drücken Sie einfach X. Ah. Besiegen Sie nun den Gegner, der Ihnen am nächsten ist. Sie haben die Spezialmunition Dual erhalten. Mit der Dualmunition können Sie zwei Gegner zugleich angreifen. Die Zahl im Dual zeigt die Menge der Munition an. Ziehen Sie mit B. Sie haben zwei Ziele erfasst. In unmittelbarer Nähe erfasst. Wählen Sie mit L, B oder R, B Dual aus. Schießen Sie mit A gleichzeitig auf zwei Gegner. Ist der erste Gegner besiegt, haben Sie danach nur noch ein Ziel. Verschwenden Sie die Dualmunition nicht. Kehren Sie mit LB oder RB in den Normalmodus zurück. Schießen Sie jetzt. Schreiten Sie voran. Sie haben die Spezialmunition Tod erhalten. Mit der Todmunition können Sie den Gegner mit einem einzigen Schuss erledigen. Drücken Sie zweimal RB. Schießen Sie jetzt. Wenn Sie mehr als zwei Sorten von Spezialmunition besitzen, schalten Sie sie mit RB um. Sie haben die Spezialmunition Multi erhalten. Sie ist stärker als tot. Wählen Sie mit RB Multi aus und schießen Sie. Sie sehen, was passiert ist. Wenden Sie die Munitionsarten geschickt an und erreichen Sie den Strand. Wenn Sie dabei Gegner in kurzer Folge besiegen, ergibt das ein Combo. Und Sie erhalten Bonuspunkte. Viel Glück bei der Jagd. Ich bin kein Freund von diesem Minigame. Ich weiß nicht warum. Mein Gott. Verdammt. Mann! Das Problem ist, sie brauchen auch so ihre Zeit, bis sie... Mann, ich habe hier gerade Probleme mit der Munition.
Nee, 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 das muss ich auf jeden Fall nochmal machen. I see the High Summoner got low marks. You may be on the League side, but as far as I'm concerned, you'll only get in our way. Es geht ja nicht nur darum, dass man in der Zeit bleibt, sondern... Verdammt. Komm, komm, komm. Hallo? Ich kann nicht zielen, wieso ziele ich nicht? Komm. Irgendwie habe ich den Rhythmus da, das Ding nicht so drin. Ich dachte, hier wäre noch einer. Ne, irgendwie kriege ich das gar nicht. Gut, das ist, Gut, ich habe mich verbessert, aber... I see the High Summoner. You may be on the League side. Ich brauche auf jeden Fall einen anderen Rhythmus da drin. Aber ich werde das später nochmal versuchen. Das läuft mir ja nicht weg. Gibt's hier keinen. Ja, gibt's hier nicht.
Okay, das ist ein... Ich habe das früher besser hingekriegt. Das ist einfach eine Übungssache. Und ein bisschen Glück, was die Munition angeht, die man bekommen kann. Aber es ist machbar. Hallo, können die auch mal angreifen, nicht nur ausweichen? Das ist ja auch noch der einfachste Schwierigkeitsgrad, weil im nächsten Kapitel, glaube ich, wird es sogar noch schwieriger. Der Trick ist einfach, dass man so diese Kombos machen sollte. Na, ich muss den Heiler noch ein bisschen aufleveln. Dieses Spiel hat viele Minigames, also viele solche kleinen Dinger. Ist am Anfang etwas ungewohnt. Aber wird schon. Mit ein bisschen Übung ist das alles gut hinzukriegen. Der Typ ist auf jeden Fall schneller. Yuna, marimas! So, ich muss das auf jeden Fall noch machen, wegen dem Mission abgeschlossen, aber so ein, zwei Dinge kann ich schon mal machen. Nach Kilika, da gibt es keine Mission diesmal, aber ich muss mit dem... The Gullwings, was it not? Sphere hunters that give back spheres, don't you think that's a little odd? Of course we're glad you're on the Youth League side, but still. Es gibt Probleme mit Neu-Yevon. Ihr solltet euch eine Weile fern von dieser Insel halten. Die ganze Angelegenheit ist kompliziert geworden. Darum geht's nicht. So. Das war's auch schon da. Jetzt geht's mal nach Luca. Da ist auch keine Mission. Aber hier gibt es eine Szene, die ich noch sehen muss. Ach, wenn ich schon hier bin. Ist ja keine Trusse, schade. Man kann auch nicht jeden ansprechen. Oh, das ist wieder neu.
Ja, die Truhen füllen sich auch wieder auf. Das ist jetzt cool. Hello and good afternoon, Luca. This is Shalinda bringing you all the latest news from throughout Spira. These days, everyone's talking about the groups battling throughout Spira for control of the spheres. Let's start with the Youth League. From its leader, Maven Nuge, on down, their ranks are made up mostly of former Crusaders. Fresh off its attack on Kilika Temple, the Youth League is sending shockwaves throughout Spira. Pairing off against them is none other than New Yevon. All eyes were on them after the New Yevon chairman's sudden resignation. Chaos seemed inevitable. But their newly appointed leader, Praetor Barrelai, has held them together with utmost finesse. Another group turning a lot of heads is the Machine Faction, an Albed organization. They've managed to distance themselves from the sphere struggle embroiling Spira. But their unmatched technological prowess could well be enough to dramatically shift the balance of power. And let's not forget the LeBlanc Syndicate, the gang with a style all its own. Headquartered at Chateau LeBlanc in Guadalcanal, its agents span the globe. But lately, there's one group in particular that's been drawing all kinds of attention. That's right, the only group led by a high summoner, the Gullwings! And now, here's today's special guest, High Summoner Yuna! Huh? No? Break a leg. Lady Yuna, your concert the other day was nothing short of spectacular. Well, it was sort of me up there. But not exactly. Puzzling words, to be sure. And speaking of puzzling, why the sudden career change to spear hunting? It sounds like you caused quite a stir with that disappearing act you pulled on Visayd. And I'm very sorry about that. Rumor has it you left the island looking for clues about a certain young man. Anything you can share with us? So, tell us about him. It's a long story. I'm sure it is. One can only imagine the fascinating tales that led to you becoming the leader of the Gullwings. Hold it right there. I'm the leader. Me. Gullwings, we rock you. Whoa. This thing on? It's taping two more arms right now. This is just a toy compared to the things I've invented. Tell us. Is it true that the Gullwings have thrown their support behind the Youth League? That statement is kind of true, but not really. No! We don't want to get caught up in other people's problems. So many questions left to ask, but I'm afraid we're out of time. Our thanks to today's guests, High Summoner Yuna and the Gullwings. Wie die sich dann die in die Kamera gedrückt haben. Puh. Not bad. You should have joined in too. Yeah, it was more fun watching. Lady Yuna, great interview. Thank you so much for helping me out. This isn't much, but consider it a token of my gratitude. So, how long you been doing this? Well, after the calm came, the temples were in decline. At first, I thought the best thing I could do would be to help the temples get back on their feet. But everyone just ordered me around. I got tired of it. You couldn't just tell them no? That's the part of me I wanted to change. I made up my mind to leave the temple and come here to Luca. They needed people for this and they asked me to help. So, here I am. Another job you were asked to do? I suppose nothing about me has really changed after all. I gotta run. My next assignment is about to start. See you later, Lady Yuna. She complains, but you can tell she enjoys it. Sounds a bit like Uni, don't you think? Really? Dr. B, care to give us your opinion? The hardest person to know is yourself.
Hey, cut that out. Ja, das war Luca. So, das nächste ist an der Mihenstraße. Ich musste nur gerade gucken, was das für ein Auftrag ist. Aber das speichere ich jetzt auch erstmal. Muskelgürtel erhalten. Wo muss ich jetzt hin? Ich glaube da hin, ne? Da sieht man die Fahrt auch mal. Schauen, wen ich jetzt ansprechen muss. Schade. Das ist im Grunde Try and Error, wenn man nicht in eine Liste guckt. Sorry, but you won't be able to go chocobo riding. I see. Sorry to bother you. Das war sie. You aren't Lady Yuna by any chance? I am. I don't suppose you remember me, do you? Ja, ich glaube, du bist. You can't be Kelly? That's right. You really do remember me. Remember Kelly? We met her 2 years ago on the Mihen High Road. The little girl that was so looking forward to the calm. What are you doing here? I came to ride a chocobo. I've wanted to ride one for as long as I can remember. Hmm, you don't see too many chocobos these days. Everybody rides hovers. Yeah. On top of that, I hear there's a chocobo hunting fiend prowling around. This isn't a very good place for poor little chocobos anymore. Maybe they're gone for good. Wo kommt der denn her? Cho? Cho? It's a chocobo! Soll der Chocobo Heikel zu dir eingefangen werden? Ja, na klar. Mission gestartet. Der Chocobo soll zu Liebe eingefangen werden. Richte dich nach Ricos Anweisung und jage den Chocobo. Renn Rico hinterher. Folge Rico auf Schritt und Tritt. Und wenn du nebenbei die Chocobo-Federn aufhebst, it's over there.
Oh. Nein. Komm. It's over there. Sicher. Aber sicher doch. Ja, jetzt muss ich das nochmal machen. Stay close to me. I'll get that chocobo. Ja, machen wir das nochmal. So. Dafür habe ich die Down jetzt bekommen. Das sind im Grunde alles kleine Minigames. Nein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum man die Federn einsammelt. It went that away. Ein. Ich dachte wirklich, der wäre da reingelaufen. Es sah nämlich so aus wegen der Feder. Nein, diesmal falle ich da nicht drauf rein. There it is. What did I tell ya? I'll watch the far end. No chocobos will get out that way. I've got this end. And that leaves me to catch it. Versperre dem Chocobo den Weg. Er versucht rechts, links oder durch die Mitte abzuhauen. Mach ihn müde, damit du ihn fangen kannst. Ah, das ist auch wieder so ein Trial and Error. Man, irgendwie muss ich gucken, was für ein Zeichen der gibt. Ich glaube, das hat mit dem Kopf zu tun, wie er den neigt. Schauen, ob ich recht habe. Nee, doch nicht. Ach Mann, ich kenne gar nicht, was... Konzentration des Chocobos hält nahe. Er kann seine Laufrichtung nicht mehr vortäuschen. Gut, gut, gut. Das kann nicht mehr lange dauern. Verbindungsprobleme. Ich sehe das gerade.
So. Super Rico, super. Maybe it's just me, but this is starting to chap my hide. Come back here, bird brain. Wo ist der Chocobo hin? Vielleicht findet Rico ihn, wenn man sich verdächtige Stellen nähert. Schnell hinterher. Huh? It's gone. For such scrawny legs, it sure can run. Hier war, warte mal, hier war irgendwas, ich erinnere mich. Dass sie hinfällt oder so. Irgendwas war damit. Ah, ja, natürlich. Für später war das wichtig. Na oh, cool, eine schöne Truhe. Das hatte was mit später mit einer Ermittlung in Kapitel 3, glaube ich, zu tun. Diese Szene mit Rico. Kern Dauerspucke. Ja, die Monster sind nicht gerade schwer gerade. Der Chocobo ist ziemlich erschöpft. Noch ein wenig mehr und er kann gefangen werden. Halt durch. There's got to be a better way than this. Well, we won't get anywhere running after him. We need to think of something else. Eine Herausforderung ist das gerade nicht mit dem. Aber ich finde die Quest an sich witzig. Okay. Eigentlich hätte da was passieren sollen. Well, we won't get anywhere running after him. Chocobo ist nahe, habe ich keine gesehen. Nein, ist nur einer an dir vorbeigelaufen. Der ist jetzt da an der Ecke. Hm?
It's all in the wrist. Oh yeah. Stoppschutz erlernt, sehr schön. Ich muss mir unbedingt noch angucken, welche Magie die lernen können. Weil das hier, die Zauberschützen sind nämlich die blauen Magier und die können Feindfähigkeiten lernen. Time to let the magic fly. Also Kern-Dauer-Spucken ist keine Fähigkeit, die gelernt werden kann. Ist wieder daneben. Ich muss irgendwas übersehen haben. Ich weiß, wie das endet. Die müssen sich aufteilen. Get anywhere running after him. We need to think of something else. Das ist das, was ich wieder. Was das nicht war, das nicht in mein Chocobo? Lang kein mehr gesehen. Soll ich helfen? Ja, bitte. Verstanden. Verlasst euch auf mich. Ich muss zurücklaufen, ey. Super. Muss erstmal drauf kommen. Der Arme. Oh, der Wicht. Hey, your friend's in hot water. So, diesen Boss kennt man jetzt, wenn man X gespielt hat. Das passiert nur, wenn man Glasgow auch dabei hatte. Bring it, Punk. Wow.
time. So. Signed and sealed. Wenigstens läuft die Zeit nicht weiter, während man kämpft, ne? Weg steht eine Truhe, ey. Wahnsinn. You guys take it from here. Diesmal gibt's aber keinen Abgrund. Takers keepers. I won't let you fall. Geld. Der hat schön Geld. Ich weiß gar nicht. Don't hold out on me. Schokogummi heißt er auch, ne? Shall I burn you or freeze you? Decisions, decisions. You had your chance to run. Was lieber aufs Nieren. So. Astrophobic, not me. Astrophobie. Das war's schon. Ja, ich habe gerade nicht viel geredet, aber er hat ja gesehen, was ich getan habe. She looks happy. Whatever works for her. Shall we? Man muss diese Mission nicht machen. Aber wenn man diese Chocobo-Mission macht, hier hat man ja gesehen, dass Riku oft alleine gezeigt wird, dass irgendwas passiert. Es ist was passiert. Oh, cool. Das erfährt man aber erst in Episode
ja, in Kapitel 3, ne? Ja, das Problem ist, man ist da aber noch nicht fertig. Jetzt muss ich da nämlich nochmal hin. So, weil die da vorne stehen. Dann könnte ich vielleicht mit Hökle zusammen aufs Schiff? Natürlich. Ich stehe in eurer Schuld, Lady Yuna. Hökle, der Chocobo und Glasgow sind in das Flugschiff gestiegen. Und jetzt? Tut mir leid, aber zur Zeit kann man nicht in Richtung Nordend. Nicht fahren. Weil da ein Unfall passiert ist. Rico ist schuld, das erfährt man aber später. Ich warte hier die Maschine. Ja, schön. So, das haben wir jetzt. Dann speichern wir auch. Da ist jetzt auf der stille Ebene ist jetzt eine aktive Verbindung entstanden wegen dieser Quest. Aber Moment, gehen wir zum Funguspaar. Das Möwenpack ist jederzeit im Hauptsitz der Liga willkommen. Wird Brüderchens Traum eine Berühmtheit zu werden wahr? Hier muss ich zwei Sachen machen. Das sind nur Kleinigkeiten. Genau. Hey, it's the Goblins. Well, I'll be. So you really are gonna join the Youth League. Lady Yuna, thank you. For what? Surely this is the day that you will honor us by joining the Youth League? What an occasion! Oh, I have long dreamed that this day would come. Sir! Well, actually, that's not why we're here. Don't worry! The Youth League will give the Gullwings a grand welcome. Please proceed to headquarters immediately. If you'll excuse me, I have duties to attend to. Ja, die hören dir überhaupt nicht zu. Die Arme. Aber ich muss jetzt zum Hauptquartier selbst und noch was anderes. Grüß, Genossin des Möwenpacks. Wir, die Liga-Patrouille, werden euch Schutz gewähren. Bitte bleibt dicht hinter uns, wir werden die Monster erledigen. Gehen wir. Für diesen kleinen Abschnitt. Wahnsinn. Überlasst uns die Patrouille. Gehen wir. Damit ich hier nicht angegriffen werde. Oh ja, Küsschen. Hier ist ein Küsschen. Super. Ja, aber ich muss da jetzt runter. Ich muss
nämlich da unten noch was machen. Phönixfeder gefunden. Das ist ja schick. So. Oh, verdammt. Sayonara. I'm still not used to this. I like mine on the rocks. We won. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Schwarzmagierin war doch ein bisschen stärker, als ich gedacht hatte. It's you. As you can see, this place has been sealed. The portal is supposed to react to a certain kind of sphere, but just this one isn't enough. That's the end of that, then. No, it's not, Uni. Oh, I know. Why don't you let the Gullwings take on this mission? You'll find the other spheres? On my honor as a sphere hunter. Of course, we won't do it for free. Very well. I leave it in your hands. Here, hold on to this sphere. Thanks! Perhaps this is fate. I don't think so. Puposphäre 7 erhalten. Muss ich mir nachher noch angucken. You know him? Why should you care? Come on, there was something between you two, right? Riku, I'll say this once, okay? I consider you friends and I trust you. I even respect you, all right? I would think that'd be enough. Well, yeah, but don't you ever want to know more about your friends? Not really. Well, I do. I do want to know more about you. What for? Who cares what happened in the past? There was something. Come on, Payne, you can tell us. What happened? You disappoint me, Yuna. I thought you were above all that. Well, not anymore. I like asking questions. You'll lose friends. You think so? Never mind then. Oh, and I was looking forward to hearing the good stuff. Confessions of a shady past. You're a pain. Minus 4 respect points, Riku. Uh-oh, how many points left? 47. That's not a whole lot, is it? Why don't you figure out how to get in here instead of inside my head? Maybe we need spheres like that one to open it. It might open if we find them all. I kinda still wanna know what happened. Ugh, that's 46. Ja, ich habe zwei Spheroiden jetzt. Das sind diese Purpur-Spheroiden. Die kann man verpassen, wenn man nicht aufpasst. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich habe die sogar damals mit Hilfe der Komplettlösung einmal verpasst. Ach komm, das ist immer dieses
Szenenwechselding. I'm gonna whack you good. Okay. So, hier oben sind Küsschen, ne? Da muss ich aufpassen. Ich sollte doch mal meine Ausrüstung mal schauen. Gift, Schlaf. Ach komm, ey, das mit diesen Monstern ist nervig. Das ist eine doofe neue Sache. Das verhindert Schlaf. Kann ich noch was anderes? Stumm, besser. Wegen Schwarzmagier. Verhindert Konfusion. Und sie sollte ich auf jeden Fall zum Weißen Magier machen. Oh, Erzengel. Ach, verdammt. Ich habe vergessen, das damals umzustellen. Ich hätte auf Medica umgehen sollen. Ja, es ist fast fertig, also lasse ich jetzt auch. Wasra, gut, das ist okay. Sammeln sollte sie aber auch lernen. Gut. Bitte reizt dieses Monster nicht. Wenn ihr langsam geht, könnt ihr Kämpfe vermeiden. Nun denn, gehen wir langsam. Wieso? Ooh, I love a good roast. Janna. Feuer sehr empfindlich, das weiß ich noch. Turned on. So, aber das sollte ich trotzdem heilen. Was ist denn? Antidot, genau. Gibt gute Erfahrung. Warum sollte ich das nicht machen? Ne? Tahib erlernt. Sehr schön. Nice work! Super! So, nochmal habe ich die Abilities. Diesmal schaue ich. Sie hat das ja gelernt jetzt. Ritter Schock stürmen erstmal. Die ist bald fertig. Oh,
Apropos hier, habe ich auch noch nicht geguckt. Man muss sehen, was man hier alles lernen muss. Also lernen kann im Grunde. Es ist im Grunde auch so ausgelegt, dass man wirklich das Spiel zweimal spielen sollte, um wirklich alle Abilities zu lernen, von allen. In Gotland gibt es keinen Erfolg, was bedeutet, dass man alles lernen muss. Und das muss auch, ist auch nicht Teil von 100%. Ach, ich dachte, die beschützen mich. Jetzt ging's ja wohl nicht, ne? Kleinen Kämpfe gehen wir mit leicht. Ich muss trotzdem bald wieder ein bisschen aufleveln. Werde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen offline machen. Geht ja nur darum, ein paar Abilities zu lernen. Wem muss ich jetzt hier reden? Elmer und Lucille. Lady Yuna! So, is it true that once the Gullwings join the Youth League, you'll be in charge of your own division? Let me guess. Yibel? Everyone's talking. This story just keeps getting better and better. We just helped out the one time, really. I knew it. I thought it sounded a bit strange. I mean, you seem like the kind of person that decides things on their own and then just does whatever they plan to do. I can't picture you joining an organization or an army or anything like that. Do I really come across that way? Hello? Just as I thought. I've reprimanded Yibel for spreading such ridiculous rumors. It's highly unprofessional. Yeah, but think how great it'd be if it were true. Still making the pitch? No, absolutely not. I know that words alone are not enough to sway Lady Yuna's heart. The heart is not moved from without, but rather when the time is right, it moves of its own accord, from within. Finding the place where one belongs is by nature a personal journey. Isn't Commander Lucille amazing? Such wisdom! I learned it all from my troops. Excuse us, we have a strategy session to attend. Farewell. Come and see us again, okay? So, diese Szene war wichtig. Ich kann die aber auch nicht hier so für PR begeistern. Kann ich da rein? Es tut mir leid, zurzeit findet eine Besprechung statt. Anführer Nooch gab uns den Befehl, den Möwenpack nicht mehr als nötig zur Last zu fallen. Es kann zu einem Krieg gegen Neu-Jewin kommen, deshalb möchten wir euch keine Sorgen bereiten. Krieg, ne? Super. Kaum ist das Monster weg, denken sie schon an Krieg. Typisch Menschen. Zum Flugschiff. So. Ich wollte irgendwas nachgucken. Genau, hier. I know everything. Super Sphäro-Sammlung, genau.
Den haben wir noch nicht gesehen. Guys, where are you? So. Aber ich habe was gelesen. Kreaturenkreation. Genau, da muss ich mal rein. Monster Arena. Turnierteilnahme. Mach mal ein Turnier. Das soll nämlich auch ein Spheroid geben, soweit ich. Kampf beginnen. Okay. Runde 1, Kampf. Ich habe Erzengel gelernt, ja, super. Wasser erlernt. Könnt ihr die bitte den anderen angreifen, damit die mal wach wird? Danke. Bei Yuna hätte ich das ja gar nicht machen müssen. Da reicht ja Gesundheit. Erfahrung erlangen? Ja, damit. So. Gegen Angst frei, okay. So. Ich habe gelesen, das gehört ja nicht Teil zum normalen
Komplettlösung. Wenn man dieses erste Turnier schafft, kriegt man ein Spheroid. Und zwar ein Kostüm-Spheroid. Und genau das ist es, was mich auch interessiert. Rico konnte die früher sofort so kaputt machen, die Dinger. Weiter. Außerdem hat man dann das hier auch im Stream mal gesehen oder auf YouTube Video, so, egal wo man es sich anguckt hier gerade. Natürlich sind es die Elemente, als hätte ich es gewusst. Da mache ich aber Diva. Ich hoffe, ich kann mich schnell zurück jetzt verwandeln. Schwert, der Weißling, Schwarzmagie, Feurer, Weißling. Es müsste eigentlich schnell geschafft sein, wenn ich hier den Stummtanz hinkriege. Ja. Jetzt hat die keine Gefahr mehr. Worm. What's wrong, cold feet? Die Musik ist aber interessant. Yep. Sieg! Monsterkapsel erhalten. Yep. Kostümspheroid übersinnlicher erhalten. Kenne ich zum Beispiel auch nicht. So. Kostümpalette, erste Schritte. Ja. Übersinnlicher. Benutzt Telekinese, Teleportation und andere übersinnliche Abilities im Kampf. Ja. Okay. Das will ich mir mal angucken. Rico hat auch erste Schritte, genau.
Yuna hat auch und hat Angriffsformation im Moment. Was sind denn das für Fähigkeiten? Angriff, Laserauge, Psychobombe, erhöht Treffer und Reflex und wirkt Hast auf den Anwender. Oh, der hat die ganzen Sog-Fähigkeiten. Da wird ja unsterblich, wenn sie das alles hat. Ist ja unglaublich. Wie das Bild aussieht. Das sind dann alle. Die in der Mitte, die zwei, das sind noch die großen Kostüme von Rico und Yuna. Ja, und die anderen beiden Kostüme sind ja jetzt wegen dem HD-Remake drin. Okay, gut, das ist gut. Das werde ich natürlich speichern. Das werde ich aber jetzt noch austesten, weil das macht mich jetzt neugierig, wie das aussieht. Ach, da gehe ich einfach zur Mienstraße. Am Tempel Jose, was muss ich denn da machen? Ach so, ja, das mache ich noch nicht. Mienstraße einfach. Sehr gut. Oh, jetzt muss ich den Sprung da hoch machen. Aber ich kann den Sprung hier mal runter machen. I've got you in my sight. Die schwebt ja. Pure energy, a power beyond all human knowledge. Das ist ja klasse. Die kann das jetzt nicht, aber... Okay, das Kostüm gefällt mir irgendwie. Keine Ahnung warum, es ist sehr stylisch. Aber ich verstehe, warum es im Originalspiel nicht drin war. Es passte irgendwie nicht so richtig. Nice work. Ja. Ha,
Here's the cake. So, und speichern wir hier mal. Gut, dann mache ich hier Schluss. Ich muss auf jeden Fall noch den auf Beset diese Revolverhelden fertig machen. Und dann machen wir natürlich beim nächsten Mal weiter. Tickets verkaufen. Topli. Ich bin heute sehr gut vorangekommen, finde ich. Ich werde wirklich versuchen, innerhalb der Woche jetzt weiterzumachen, morgen oder übermorgen. Ich würde zwar versuchen, ich habe im Moment die Ausbildung, das dauert ein bisschen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Spätestens, wirklich allerspätestens, wird es am Samstag morgens oder mittags ungefähr, werde ich weitermachen. Aber wie gesagt, ich versuche wirklich innerhalb der nächsten Woche, damit auch eine Regelmäßigkeit wieder reinkommt. Auf jeden Fall wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.